Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungefiltert. Heute lassen wir mal wieder unseren schwarzen Humor raus bei wie ist das Spiel? Cards Against Humanity heißt das Spiel. So Ich fange an heißt als Zar. Erste Runde. Das stimmt. Ich habe getötet. Wie fragst du? So. es. So, da muss man ja so anklicken, genau. So. Boah. Schwierig. So. Ja, das stimmt. Ich habe Stubenhocker getötet. Wie fragst du? Holzfäller-Fantasien. Oh ja. Passt Oh zumindest ja. zusammen. Ja. Das stimmt. Ich habe Happy Hippos getötet. Okay. Wie fragst du? Stephen Hawking, der versaut redet. Okay, Das, das ist ein fieser, fieser okay. Das stimmt. Ich habe eine Pantomime, der einen Schlaganfall hat, getötet. Wie fragst du? Nichts getan? ich gerade sagen. Natursektspiele. Ja gut, ja. Also wer auch immer sollte sich schämen, aber hey. Ja. Den Pantomim, der am Boden liegt, war ein Schlaganfall, hat nur anzupissen. Ich weiß ja nicht. Ehrlich, ey. Tja. Ich bin der Zar, steht hier. Okay, also ist ein schmaler Grat, der zu führt. Bin ich mal gespannt, auf was für einem schmalen Grat ihr euch bewegt heute. Easy. Easy. Nicht so wirklich easy. Ich habe auch noch Doku ist ganz halt komische Karten. unentschlossen. Da, ganze Hand weg. Alles in dem Müll. Alles in dem Müll, Müll. Müll, Sondermüll. Was? Gott. Timo ist schon wieder raus. Immer bei dem Oh, Spiel. Timo ist eindeutig müde. Ja, na müde kommt doof und so, ne? Also, ist ein schmaler Grat, der zu führt. Da hätten wir herumtollen. Dö. Ist ein schmaler Grat, der zu Zärtlichkeiten austauschen führt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Satz, würde ich sagen. Das gibt schon mal einen Pluspunkt. Dann haben wir Oralsex nicht erwidern, ist ein schmaler Grat, der zu Zeit für sich führt. Das Das ist sehr, das ist ist korrekt. sehr realistisch. Das richtige Tun ist ein schmaler Grat, der zu Selbstjustiz führt. Auch das ist irgendwie Das viel zu so. nah an der Realität, als dass ich So sagen realistische könnte. Sätze heute. Ja. Ja. Schmeckt Ich unentschlossen, gehe mit Tim. dem Oralsex, der. Der Tod oder der rennt hier heute durch. Crazy. Und nun auf Eurosport das Meisterschaftsturnier des. Scheiße, Das könnte an Eurosport liegen. Da, das is ist Nee, die Karten sind halt alle. Das fühle ich. Ja, ich habe gerade zu lange gebraucht. Ich habe nicht mehr geschafft, auf ganze Hand wegwerfen zu klicken. Boah. Nee, kommt drauf an, was für was gefragt ist. Karten sind ganz gut. Ja. So, welches Meisterschaftsturnier finden wir demnächst auf Eurosport? Eineiligen, das Meisterschaftsturnier. Drive-by-Shooting. Oder Unterwäsche falsch herumtragen, um zu vermeiden, dass sie gewaschen werden muss. Ja. Lecker. So nämlich. Nennt man Verbinde Wacken. das, ne,
verbinde das nicht mit einem. Stell mir gerade so ganz viele Menschen vor, die so da stehen und ja vermeiden, die Unterwäsche falsch rum. Ja, die war mal weiß. Ja. Das vielleicht. Das wird das Meisterschaftsturnier, einfach wegen der Vorstellung. Ja, besser nicht, aber okay. Den Punkt nehme ich. It's a trap. It's a trap. Das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Oh, der ist gut. Nehmen wir den. Dann schauen wir doch mal. Frauenwahlrecht. Es ist eine... Welcher Assi war denn da wieder am Werk? Ich dich. Eine Schnappschildkröte, die in die Spitze deines Penises beißt, ist eine Falle. Das ist definitiv eine Falle, weil das macht man ja freiwillig. Ich? Nichts mit Oralsex zu tun. Alkoholismus. Es ist eine Falle. Nee, das hat nichts mit Oralsex zu tun. Da muss schon auf sehr merkwürdige Sachen stehen. Ja. Oh, Ja. Das war total egal, was danach gekommen wäre. Das war einfach. Ja, ich war kurz im Überlegen, direkt zu sagen, ja, der hat gewonnen. Wissenschaftler haben kürzlich einen primitiven Stamm entdeckt, der verehrt. Easy. Steht sie auch direkt dabei. Toto war nicht noch. Ja. Wo ist weiter Punkte sammeln? Toto malt sich gerade eine neue Card. Ja. Würde er gerne. Die Wissenschaftler haben einen primitiven Stamm entdeckt, der meine Vagina feiert. Oder so muss sie ich haben wieder an das kleine Arschloch denken. Wir haben einen Stamm entdeckt, der russische Kellerpornos verehrt. Weiß ich im Moment nicht so. Oder sie haben einen primitiven Stamm entdeckt, der russische Bürgerschaften verehrt. Gut, dass ich nicht der Zar bin. Ja. Ja, was soll ich denn machen? Ja. Ich hab's ja nicht gesagt, ich hab nur geklickt. Ich konnte ja nichts dafür. Damit auch nichts zu tun. Ich bin der Zar, ja. Was ist das für ein Geruch? Fragte er, als er eine tiefe Nase nahm. Aber von was? Spannung. Weiß ich nicht. Für die Karten heute nicht so. Das Herz der Karten muss ich speziell. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Okay. Was ist das für ein Geruch? Ist es A. ihn rausholen. B. Gut. Ein Tiefkühlschrank voller Organe. Boah, Junge. Oder C. Arme Leute. Wie riechen das, wenn du ihn rausholst aus einem Tiefkühlschrank voller Organe? Von armen Leuten. Armen Leuten. Das ist die Frage. Ich glaube, dann werden nicht mehr arme. Wie riechen arme Leute? Jetzt könnte schon, könnte schlimm werden. Das wissen nur reiche Leute, Timo. Okay. Na gut, ich nehme den hier. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. Was ist am krustigsten? Jetzt hättest du wieder den rausholen müssen. Ja, ich habe keine Wahl. Ich habe ja, keine Wahl. Es ist nur, warte mal, ganze Hand wegwerfen. So, besser ist, das wird mir hier zu
Zu blöd. Wird dir hierzu ja. Am krustigsten ist die Lepra. Ich weiß nicht, ob die so knusprig ist. Das Herz eines Kindes. Oder meine Sammlung von Hightech. Spielzeug. Kann man auch sauber machen. Ja, sollte man auch. Dankeschön, Dankeschön. Danke, mach danke. Sauber. Die riechen alte Leute. War ich gerade? Ah, nee. Die nee, riechen alte Leute nach alte Leute. Arme Leute. Ich hätte jetzt gerade so eine gute Karte dafür gehabt. Ich nehme die. Ist zwar harmlos, aber. Wie riechen alte Leute? A. Freiwillige Vergewaltigung. Mhm. Ah, weiß zwar nicht, wie das riecht, aber okay. Weiß auch nicht, wie das geht. Gepixeltes Bukake. Also irgendwie Antworten A und B. All you can eat Shrimp für 5 Euro. Lecker. Das riecht bestimmt super. Die Kombination, die riecht erstmal richtig gut. Oh, nee, die Kombination willst du gar nicht haben. Vor allem nicht aus A und B. In einer von verwüsteten Welt ist unsere einzige Hoffnung. Easy. Toto. Spezi hat jetzt richtig Mühe, damit die Punkte endlich mal fließen. Ja, da muss ja mal, ne? Wenigstens der Ehrenpunkt. Eben, ey. Das hätte ich mit 0 verlieren. In einer von schwarze verwüsteten Welt ist die Schwulen wegwünschen unsere einzige Hoffnung. Okay. Warum spielen wir eigentlich dieses Spiel? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, nein. Das ist wirklich nicht gut, nein. In einer von Thomas die Lokomotive verwüsteten Welt ist. Das kann nicht so schlimm werden. Vorwärts und rückwärts scheißen unsere einzige Hoffnung. Und in einer von Suppe, die zu heiß ist, verwüsteten Welt, was? Ist Mundherpes unsere einzige Hoffnung. Ja. Andersrum hätte das sogar noch ein bisschen Sinn ergeben, aber vielleicht hat sich da auch nur jemand vertan. Ich hab halt keine Wahl, was soll ich machen? Ich hab das schon bewusst so. Aber das war halt schon wieder. Aber halt schon wieder. Alter, ich muss scrollen, was ist das denn? Ehrlich, bei einem Versuch, eine größere Besucherzahl zu erreichen, eröffnete das Smithsonian Museum of Natural History eine interaktive Ausstellung über. Ich lese das nicht nochmal vor. Puh. Okay. Beim Versuch, eine größere Besucherzahl zu erreichen, eröffnete das Museum of Natural History eine interaktive Ausstellung über. Ich werde bestimmt nicht Smithsonian Museum, also wie auch immer, meine inneren Dämonen. Aha. Interessante interaktive Ausstellung. Ein Arschloch zu Kindern sein. Das. Nee. Ja. Inzest. Wo ist das Smithsonian Museum of Natural History? Ist das zufällig hier in Smithsonian? In, wie heißt das? Keine Ahnung. Irgendwo in Amerika. Ja. Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob es in Alabama ist. Kann ich nicht. Ja, Sweet Home Alabama ist auf jeden Fall. Gut. Ist halt einfach die ultimative Antwort. Das ist einfach. Ja, ja. Ich würde sagen, Glückwunsch Toto und wir starten direkt noch eine Runde. Ja. Ja. Muss ja mal einen Punkt holen hier.
Nö, jetzt nicht. So. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von herbei. Oh ja. Der Moses. Da sehe ich den Moses. Der Moses, der rief eine Plage von schlecht getimte Holocaust-Witze herbei. Und auch noch von Fressen und Kotzen. Und natürlich auch noch von fliegenden Sexschlangen. Das ist eine sinnlose Karte, einfach eine fliegende Sexschlange. Ja. What? Aber hier passt es irgendwie. Ja. Ja. Komm, Timo. Danke. Das ist doch geskriptet hier. Das ist doch eindeutig geskriptet. Was ist die neue Trenddiät? Ich hab dreimal lesen. Da wäre jetzt Fressen und Kotzen auch wieder eine passende Karte. Mhm. Ja. Wenn man vorher wüsste. Wenn man das vorher wüsste, ja. Was ist die neue Trenddiät? Müsste jetzt googeln, um zu wissen, was das ist, aber ich sag mal, ein Trenddiät. Trend-Diät. Nein, ich das nicht, das, was ich Achso, das hast du ausgewählt. Genau das, danke. Gehirn ist gerade zu AFK. Kartenweg. Was ist die neue Trenddiät? A. Vorher rausziehen. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass eine Partei nicht dick wird. Gekochte Eltern können einem schon mal den Appetit verderben. Ja. Euphoria von Calvin Klein. Ich weiß nicht, was Euphoria ist. Wenn das ein Duft ist, dann ja, weil keine Ahnung, bringt dich zum Kotzen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist, wenn du zu viel davon säufst. Ja. Boah. Also bei A kann ich nicht mitreden, das hat zweimal nicht funktioniert. Scheiß Diät, sagst du? Ja. War der Toto zweimal auf dem Hype-Train unterwegs und dann sowas. Ich war. Nee, vergess mal das. Ist egal. Ist egal. Ja, die können einem definitiv mal den Appetit. Ich hab Punkt. Nee, ich kann aufhören. Nee, Spitze. Spitze, spiel auch mit. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in hineingezogen werden. Oh nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ja, gut. Also doch, das kannst du, Timo. Das kannst du, Timo, auf jeden Fall. Ich will aber nicht. Kann ich nicht, dann ist die Entscheidung ja schon gefällt. Dann ist das die richtige Antwort. Eben. Das muss ja, aber sein. Komm schon. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Das hier ernst nimmt, der weiß ich nicht. Emblem. Wir repräsentieren hier Timos Meinung. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Die aller Echten. Boah. Also ich bin, ist nicht schon in der letzten Folge eskaliert mit dem Timo? Ich bin schmerzfrei, ja, nee. Eskaliert immer mit Timo. Ich habe letztes Mal nur die katholische Kirche erwähnt. Dass Kinder heutzutage in eine Aspikelobotomie hineingezogen werden. Was ist das? Not bad. Lobotomie, das ist... Eispickel im Kopf kloppen quasi. Ah, ja. Wird am Auge vorbei ins Hirn eine bestimmte Stelle im Gehirn mehr oder weniger mit zerstört, durch du halt. Normal wird es wieder. Machen wir mal weiter, Spezi, kein Problem. Soll, es wird, okay. Damals wurde gesagt, dadurch wird man normal. Folge, ja. Der Pirat ist Schande, dass Kinder heutzutage in mein Genitalien hineingezogen werden. Timo! Mensch, Timo! Ja, oh, komm schon. Das Kinder heutzutage in Papst hineingezogen. Ich habe es gesagt.
Das könnte auch der Timo sein. Ah, geil. Ja, ja, nee. Sorry, Timo, oder? Da hat dich nur einer geschlagen, tatsächlich. Ja, ich hatte noch die Möglichkeit, Überraschungssex zu nehmen. Oh, geil. Ich dachte, ey, mach's mal nicht. Oh, ich habe die perfekte Karte dafür, aber ich bin nicht dran. Vielleicht wurde sie damit geboren. Vielleicht ist es. Stille. Alle überlegen. Ja, nicht so richtig geil, Karten im Moment. Zumindest nicht für die Fragen. Ne. An alle Zuschauer da draußen, nach müde kommt doof. Ich bin das beste Beispiel. So. Erst kommt müde, dann kommt doof. Nee, dann kommt albern und dann kommt ja, großer Bonus. Ich bin bei, weiß ich nicht. Timo, immer müde. Nach doof. Ja, genau. Vielleicht ist es aber auch würgen ohne Erbrechen. Okay. Unspektakulär in meinen Augen. Ein schlechter Handjob. Wo sind wir hier denn gelandet? Das fragst du immer noch? Kann ich mal vorgelesen. Ach du Scheiße. Ja, Vergewaltigung und Plündern, ich kann das auch vorlesen, aber Damit geboren werden, weiß ich nicht. Also, wenn du mit einem schlechten geboren und dann geplündert. Geboren wirst, ne, dann Respekt. Das, ja. Jetzt macht er einen Durchlauf hier, der Spezi. Ich will, dass da hinten bei mir auch noch eins steht. Da steht nämlich auch noch eine Null. So, aber es heißt in der JVA, Tegel, kannst du 200 Zigaretten für eintauschen. Ja, reicht doch ein Stein. Ja, ich muss die ganze Hand neu machen. Zigaretten ist doch Quatsch. Nix. Will denn sowas haben? Keiner. Rauchen ist tödlich. So, was kosten denn so 200 Zigaretten oder was bekommt man dafür? Eine Embryo-Stammzelle, denn die ist zu viel wert. Das ist Quatsch. Geld 200 Euro wert. 200 Zigaretten. Ein Mann mittleren Alters auf Rollschuhen. Ja. Oder Pädophile. So, da man Scheiße bekommt, wenn man am Rauchen ist, bekommt man die hier. Okay. Ich glaube, die kriegst du in der JVA Tegel günstiger. Möglich. Was möchtest du nicht in deinem chinesischen Essen finden? Das Einzige, was passt. Also, was möchtest du nicht in deinem chinesischen Essen? A. Leichtes Arschloch. Ja, toll, alle verloren. Das möchte man nicht im Essen finden. Passable Transvestit. Nippelpiercings. Also da draufbeißen ist definitiv gefährlicher, aber ich möchte dort definitiv nicht in meinem chinesischen Essen finden. Nee. Nach der ersten Frage wieder alles erledigt gewesen hier. Ja. Ja. Was lässt mich unkontrolliert furzen? Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ja. Immer gespannt. Also, was mich absolut unkontrolliert furzen lässt und was ich in Zukunft deswegen vielleicht echt mal meiden sollte, ist Bodentrusion. Ich weiß nicht, ob man auf den furzen muss, aber was mich aber auf jeden Fall unkontrolliert furzen lässt, ist Frauen an einer Abtreibungsklinik anmachen. Ach so, das ich weiß nicht, ob das in einem Zusammenhang steht. Ich glaube, das klappt nicht so gut miteinander. Was mich sonst noch unkontrolliert furzen lässt, ist eheliche Pflichten. Das nicht. What? No. Ja, die Ausrede, ja, ich habe Kopfschmerzen, ist dann halt nicht. Hey, endlich ein Punkt. Yay. Was hat Vin Diesel zu Abend gegessen?
Diesel, Vin Diesel. Willkommen bei X-Faktor. Ist es die Wahrheit oder haben wir sie angelogen? Das erfahren Sie gleich. Bei Wer wird Millionär? Denn er hat entweder gegessen A. Kinder mit Arschkrebs. B. Mohammed. Oder C. Kindermodels. Das ist die große Frage, ne? Und ich muss entscheiden, was. Du musst entscheiden, was. Yep. Kann ich auch Kindermodels mit Arschkrebs wählen? Finde ich cooler. Namens Mohammed. Namens Mohammed. Ja, Mohammed, das Kindermodel Mohammed. Mit Arschkrebs. Ja, genau. Demnächst auch bei Ihnen im Kino. Und wer ist eigentlich Mohammed? Steht doch da. Nee, steht da nicht. Keine Ahnung. Nee. Ja, nur, dass Gott ihn segnen soll und ihm Heil schenken. Ja, was ist der damit gemeint? Ja. Ja. Höchstwahrscheinlich. Der ist damit gemeint. Das ist ja Quatsch. Ich weiß nicht so. Ich nehme mal hier die Kinder mit Arschkrebs. Nee. Ja, der Vin Diesel ist schon einer. Der ist einer, du. Ich sage ja, das, was der alles ist. Die Klassenfahrt wurde durch dem Timo völlig ruiniert. Weil er müde war. Mhm. Ja. Ich habe hier so 8 Karten, die passen würden. Ich muss jetzt das. Nimm alle 8. Ich muss mich entscheiden. Ich nehme das. Du musst dich entscheiden. So, wodurch wurde die Klassenfahrt völlig ruiniert? Durch afghanische Kinder. Afrikanische, nicht afghanische. Ja, Entschuldigung. Der Spezie sagt nur, weil er gerne hätte. Besser. Achso. Achso. Ouch. Ja, machen wir weiter. Es von hinten besorgt kriegen, wäre jetzt die Lehrerin oder... Der Busfahrer. Die Klassenfahrt wurde dadurch völlig ruiniert. Na gut. Und von Vagina-Fürzen. Ja, ich halt mein Maul. Was war das nur für eine Klasse? Tja. So, dritte Klasse, die kleine haut da raus. So beim nämlich. Timo. Die Vagina-Fürze haut sie da raus. Während des Sex mag ich es über nachzudenken. Das waren zwei schnelle Antworten. Das könnte gut werden. Während des Sex mag ich es über Schwerbehinderte nachzudenken. Hm. Ja, so sein Fetisch. Ehrlich. Pterodaktyl. Okay. Lampen. Doch nicht so gut, wie du dachtest. Doch nicht so gut. Aber den Humor betreffend am besten. Ich kenne nur den Toto. Ich weiß doch, was der mag. Das hast du jetzt gesagt. Hä? Warte, ich hab nichts gesagt. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Das ist alles Kacke. Ja. Der ist. Das ist das, was du sagst. Ich glaub, der könnte dem Timo vor allem gefallen. Ich nehme hier halt. Das wird der neue Slogan, ey. Messdiener. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Ein Mikropenis. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Ne, das passt. Was? So sauern werden, dass man einen Ständer bekommt. Ja, komm mal. Komm. Ja. Geh weiter. Wusste, dass der... Geh weiter. Ich hab Timo im Hintergrund schon gehört. Sehr komisch. Weiße Menschen sind wie. Na, wie sind sie denn? Klein und gemein.
Link, aber Link. Toto hat schon was hier. Oh, neue Karten. Alle Mist. Ja. So, wie sind weiße Menschen denn? Die schlimme Laserhaar-Entfernungsunfälle. Schlimm weißen. Zum Teil bestimmt. Wie tote Babys. Haben wir ein Bild über uns selbst? Oder sie sind wie ein Nierenstein auszuscheiden. Also quasi Kacke. Nee. Schmerzhaft. Richtig Kacke. Schmerzhaft. Richtig Kacke. Richtig Kacke, weil halt nicht Kacke. Nee, ich bin hier für die Laserhaarentfernungsunfälle. Das sehe ich. Das sehe ich. Ja, ich fahre im Moment mit Öffis. Sehe ich jetzt. Okay, gut. Warum bin ich verklebt? Verklebt? Ja, toll, jetzt habe ich die perfekte Karte für gerade die Frage gekriegt. Ich habe gekriegt, der Ku Klux Klan. Toto ist kaputt. Ich sehe den Protagonisten in dieser Frage bei meiner Antwort. So, warum bin ich verklebt? Die homosexuelle Agenda. Eine salzige Überraschung. Ein feuchter Traum. Das geht alles in die gleiche Richtung. Das ist so lahm. GZP. GZP. Dankeschön. Das ist so, ja, also. Mann. Was zahlt der denn eigentlich? Für alles. Hör mal. Okay. Sag doch alles gescriptet. Da reden wir mal unter vier Augen aus drüber, was du zahlen musst, Timo. Ne? Muss ja nicht jeder wissen. Okay. Aber ich sage den nicht schon mal. So, damit danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Ungefiltert. Hoffentlich hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Ciao.